Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. Wir sind im Finale hier im Dorf. Wir müssen hier weg. Hey, ich hab doch getriggert, what the fuck? Gerade A1 gedrückt, nichts passiert. What the fuck am I wrong?
Tja, und jetzt kommt das böse Erwachen. Denn zu diesem Zeitpunkt war Ellie schon im Aquarium und hat Owen und Mel getötet. Hier. Bleib hinter mir. Vorsichtig. Ganz ehrlich, er hat's verdient. Finde ich jetzt sie so verdient. Vor allem, weil sie doch schwanger war. Aber Owen ist ein richtiges Arschloch gewesen. Ja, natürlich musste natürlich. Es ging nicht anders. Man musste natürlich die Scheißkarte fallen lassen. Nur so hat Abby dann auch Ellie gefunden. Dina, Tommy, Jesse, EDC. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Wir müssen wieder reinkommen. Okay. An die Leiter. Bereit?
St. Leas. Alle sind tot außer wir. Dreh dich ja nicht um. Lev, ziel weiter auf ihn. Auf den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Geh weg von hier! Tommy! Ich werde jetzt sowas von ein paar Mal sterben. Der Fight gegen Ellie wird brutal. Endlich! Nichts angezeigt. Miese Drecksau! Sehr interessant, also auf Erbarmungslos wird auch nicht angezeigt, dass du hier dodgen musst. Feige Sau!
Naja, so feige Sau. Sie hat eine Schrotflinte, wir haben gar nichts. Nein. Ich höre dich. Oh, das ist schlecht. Offensichtlich kann da auch Ellie zaubern, denn sie hatte gerade keine Schrotflinte in der Hand. Auf einmal ist sie aufgeploppt und hat uns getötet. Ist auch sehr interessant. Oh, das ist schlecht. Oh, hab ich. Bastelte sich irgendwas zusammen. Abby! Boah, der Blick von Ellie gerade. Oh mein Gott! Nase gebrochen. Ich muss jetzt aufpassen, weil die schleicht jetzt genauso wie wir. Ja. Okay, Ellie ist gut. Ich weiß, dass du einen Hass hast auf mich. Absolut verständlich. Das wird jetzt echt schwer, die zu erwischen. Sie craftet wieder irgendwas. Oh, die hockt ja dahinter, Alter. Ich hab sie gar nicht gesehen, weil es so dunkel war. Ich sehe ihr Bogen. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist wirklich sehr stark von Abby. Sie hat jetzt allen Grund, jeglichen Grund, sie jetzt hier zu töten und sie lässt sie trotzdem dann leben. Deswegen ganz ehrlich, ich kann Abby alles nachvollziehen. Habe ich jetzt schon oft genug gesagt? Das ist wirklich richtig wahre Stärke.
dass sie hier immer noch ein Leben lässt, nachdem sie all ihre Freunde umgebracht hat. Außer Tommy, der hat ja Ding Maddie getötet. Und Leah wurde ja durch die Scars getötet. Aber im Groben sind alle eigentlich tot. Das ist extrem strong. Extrem strong. Oh Gott, verschluckt. Joels Uhr. Hey, Kumpel. JJ. Alles gut. Ja, es gab einen kleinen Zeitsprung. Guck dir nur Jan, Alter. Was ein kleiner Feini. Wer ist der süße Junge? Hm? Ja, und Elliot war fleißig. Ziemlich künstlich unterwegs gewesen. Künstlerisch, meine ich. My little potato, meine kleine Kartoffel. Savage Starlight darf natürlich auch nicht fehlen. Hey, du magst diese Typen, was? Die haben witzige Frisuren. Ja, und Ellie und Dina haben ihren Wunsch erfüllt von einer Farm. Dina! Ich bin in der Küche! Ah, was gibt's, ihr kleinen Krümel? Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Wie wär's mit Musik? Oh, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Hm? Oh, wow. Oh. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey, ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Olli! Ah, wer, wie? Das ist die Schwester, ne? Ja. Hallo, Tante Talia. Das ist alles sehr schön eingerichtet hier. Gibt alle so kleine, meine kleine Farm-Vibes. Mann, nicht zu machen. Willst du Luft schnappen? Alter, guck dir das mal an. Wunderschön. Hey,
bist du hier draußen? Olli. Schön festhalten. Ja, na also. Wunderschön, oder? Ey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr da unten in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Ich habe mal einen Screenshot gemacht, das ist wunderschön. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Okay, kleiner Mann. Geh mir mal zu Mami. Vor allem hier hast du halt auch weit und breit eigentlich gar nichts. Infizierte sind hier wahrscheinlich nicht draußen. Was sollen die auch hier draußen machen, wo nichts ist? Die erinnern mich an die Heilpflanzen aus Teil 1, die Pillen gegeben haben. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Machen wir. Das sind ihre Eltern von Dina. Chicken Wing. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Tomaten. Kartoffeln. Was sind Squash? Das sieht irgendwie komisch aus. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay, es reicht. Im Ernst. Oh, kleine Schäfchen. Das streicheln? Hier. Guck in die an den Brie. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Ja. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Psst, ich bin der Superschäfer. Tja. Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit! Noe, Scheunenzeit. Abflug. Okay. Rein da. Wow, das sind viele Schafe. Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. Eins, zwei. Ich höre lieber auf. Eugene. Hey, hey, rein, rein. Todd. Na, Bewegung. Ach. Wir haben viel zu viele Schafe. Das sind echt viele Schafe. Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Ist dir warm genug, Kumpel? Nur noch ein paar. Ich habe einen für dich. Wie heißt das leiseste Tier auf dem Hof? Schaf. Oh je. Wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Okay, Schafe, wir sehen uns morgen. Hey, wo kommst du her?
Na, Kumpel. Ich weiß nicht, was. Ich hab nur die. Ist okay. Na, alles. Hey. Oh Mann. Alles gut. Schon lange keine Aufregung mehr. Ja, Trauma. Ich glaube, das kann man so sagen, dass auf jeden Fall beide Seiten ziemlich fettes Trauma haben. PTBS auf jeden Fall am Start bei beiden. Posttraumatische Belastungsstörung. Das kommt auch noch dazu, dass es schon reinkicken tut. Von allem etwas. Und das ist Tommys Pferd. Hey du, mit wem bist du hier? Denn Tommy hat überlebt, auch wenn das so aussieht, dass er dann Kopfschuss bekommen. Hey, wo warst du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Au. Au. Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Ja. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir, wir nehmen eine Auszeit. Ach, das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und, wir wollten es beide so. Okay. Setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse.
Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also. Ich kann nicht gehen. Ich weiß. Okay. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Schwierig. Irgendwann sollte man, zumindest denke ich so, es einfach gut sein lassen. Ich meine, Ellie hätte jetzt auch ein zweites Mal die Chance bekommen, am Leben zu bleiben. Abby hätte sie zweimal töten können. Und das darf man halt nicht vergessen. Ganz ehrlich, ich würde auch ganz gerne dazwischen liegen. Was? Ich meine, JJ hat eine gute Position drin, ne? Den Joke bringe ich jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle bin. Die ganze Zeit immer wieder diesen Drang, meine Taschenlampe anzumachen. Ja, das ist das Tagebuch. Habe ich auch alles im Haupt-Let's Play durchgelesen, damals. Werde ich jetzt auch nicht nochmal vorlesen. Ja, Joels Gitarre. Flashback. I woke up in the morning about 9:30. The axe and the bug are standing on the line. Jensen Gamer is standing around, picking little city to the world. I began to think, oh, do you know time? I grabbed the head and I
Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouillen. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Ich gebe euch beiden 2 Wochen. Dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir 1 Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jesse? Komm mit. Hey, denk dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir! Du bist so ein Arsch. Ach, komm. Fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig. Dir gefällt's doch. Jeder Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Unsinnig. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Ach, Ellie. Ich glaube, sie haben Grund, dich zu fürchten. Das ist ein Familienfest. Sorry. Tut uns leid. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, Ellie, hey. Lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir. Hey. Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmer dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Das tut so weh. Okay. Warum muss sie so böse zu Joel sein? Er meint's doch noch gut. Hey. Ah, ja, und Ellie geht jetzt doch. Hey. Ewig her, dass er so lange geschlafen hat. Hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen, ich. Ich bin nicht wie du, Dina. Was?
Denkst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Leib. Ich kann nicht. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich hab nicht vor zu sterben. Ach ja, tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Hey, warte. Hey. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Das liegt bei dir. Ja, das finde ich von Ellie auch nicht richtig. Dina und den Kleinen da so ganz alleine da jetzt da draußen zu lassen. Schwierig. Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon. Tja. Langsam aber sicher geht's hier Richtung Staffelfinale. 20, 10... Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich denke mal, ein, zwei Folgen werden es noch. Vielleicht drei. Ich tippe mal auf zwei. Und dann sind wir durch in dieser Staffel mit The Last of Us. Es wird dann sowieso dieses oder nächstes Jahr wieder Let's Played. Das ist so ein fortlaufender Prozess, der durchgehend immer wieder kommt. Dafür sind diese Spiele einfach zu gut und ich nehme sie halt gerne auf. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann wieder mit Evie und mit Lev. Bis dahin, haut rein. Euer Boltgamer YouTube. Tschüss.